In idyllischer Lage im mittleren Ilmtal zwischen Bad Berka und Stadt Ilm liegt das beschauliche Städtchen Kranichfeld mit seinen beiden mittelalterlichen Befestigungsanlagen, dem Oberschloss und der Niederburg. Kranichfeld trägt den Beinamen Zweiburgenstadt. Erstaunlicherweise befanden sich hier sogar einst 5 Burganlagen, von denen 2 komplett verschwunden und eine noch in ihren Grundmauern erhalten ist. Diese Burgen entstanden zum Schutz einer im Mittelalter wichtigen Handelsroute, der Böhmischen Straße, die durch das Ilmtal in Richtung Prag führte. Erste Belege für die Existenz einer Oberburg stammen aus dem 12. Jahrhundert. Als die Linie der Herren von Kranichfeld 1380 erlischt, fiel das Erbe an ein anderes Adelsgeschlecht. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde der Ort geteilt und die Herrschaft von Oberkranichfeld und die Unterherrschaft in Niederkranichfeld auf 2 unterschiedliche Fürstenhäuser aufgeteilt. Ab 1530 erfolgte der Umbau der Burg zu einem Renaissanceschloss. Eine kuriose Statue an der Schlossfassade aus dieser Epoche erlangte besondere Bekanntheit, der sogenannte Leckarsch. Im Laufe der Jahrhunderte fanden zahlreiche Besitzerwechsel statt, bis schließlich im Jahr 1934 die Anlage durch einen Brand weitgehend zerstört wurde. Im Nationalsozialismus wurden Häftlinge als Zwangsarbeiter zum Wiederaufbau der Ruine festgehalten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfielen die Überreste zunehmend, bis sich 1981 ein Förderverein zum Erhalt des Schlosses bildete. Seit 1994 gehört das Oberschloss zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Von April bis Oktober kann das Schloss besichtigt werden. Ein Museum zeigt Hintergründe zur Geschichte der Burg. Bei einer Besteigung des sogenannten Dicken Turms genießen Besucherinnen und Besucher den herrlichen Ausblick über das Ilmtal. Auf einem Felsen über dem Flussbett der Ilm thront die im Jahr 1233 erstmals urkundlich erwähnte Niederburg von Kranichfeld. Viele Besitzerwechsel prägten über Jahrhunderte hinweg die Geschichte und die Gestalt der Burg. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Niederburg Anfang des 20. Jahrhunderts im Rahmen umfangreicher Umbaumaßnahmen. Im romantischen Ambiente des Planhofs finden regelmäßig Veranstaltungen wie zum Beispiel das Rosenfest und das Thüringer Tanzfest oder Ritterturniere statt. Die 1953 erbaute Freilichtbühne bietet noch heute Raum für verschiedene Events wie Open-Air-Konzerte und Flugshows des Adler- und Falkenhofs Schütz. Die Niederburg beinhaltet kein Museum und ist nicht durchgehend bewirtschaftet, kann aber im Rahmen der Veranstaltung auch von innen besichtigt werden. Zwischen April und Oktober können Interessierte bei einer Greifvogel-Flugshow Adler, Wanderfalken und Riesenseeadler in Aktion erleben. Ein Terrassencafé am neu gestalteten Rosengarten lädt in den Sommermonaten auf eine kleine Erfrischung ein. Das Oberschloss und die Niederburg können sehr gut beide an einem Tag besucht werden. Kranichfeld ist mit der Ilmtalbahn auf der Zugstrecke Weimar-Kranichfeld bequem zu erreichen. Fahrräder dürfen auf der Zugstrecke, wenn genug Platz vorhanden ist, kostenfrei mitgenommen werden. Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, gelangt über den Ilmtalradweg direkt in den Ort.